Armbruster. Oh. Könnt ihr mal aus dem Internet gehen? Ich kann den Download nicht durchführen. Ich kann meine Karte nicht aufmachen. So, jetzt kommt mal eine ganz wilde These hier. Okay. Es gibt hier nur zwei Leute von diesen 10, die hier richtig hart reinschwitzen. Und das ist Guy und Mr. T. Okay? Ja, ich schon niemand, Ruhe jetzt. Was? Keiner von diesen, also keiner von uns schwitzt hier rein, okay? Niemand. Hä? Außer die beiden. Verstehe ich jetzt nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ihr beide schwitzt rein. Einer von euch beiden ist es. Pass auf. Also ich, erstmal, ich finde ihn, reporte und der Erste, der spricht, ist nicht ich. Ja, und? Was soll, was nimmt dich das denn jetzt in Schutz? Also, Mr. Moment, Mr. T. Nee, der hat Punkt. Nee, der hat Punkt. Nicht, ja, da hat er schon. Ich will erstmal wissen, wo ich denjenigen gefunden habe. Nee, das ist erstmal, völlig egal. Das ist irrelevant. Weil er es weiß. Überführt. Siehst du, Morrow? Ja, Dizzy war nämlich auch eben bei mir und da liegt auf einmal auch keine Leiche. Ja, richtig, deswegen also, war ich nämlich. Aber Mr. T, was war denn jetzt mit dir eigentlich, als du bei Simon Says rangelaufen bist und dich dann doch überentschlossen hast, nach oben zu gehen? War keiner mehr da zu töten? Simon Says? Hä? Du verwechselst mich, glaube ich, mit irgendwem. Nee, aber grün ist Thomas grün, du. Auch saß, ne? Hey, ich bin nicht grün. Es gibt zwei Grüne. Es gibt noch ein helles Grün. Das ist Spenny. Ja, richtig. Aber das dunkle Grün habe ich schon erkannt vor Simon. Ja, ich bin gerade zum Reaktor gelaufen. Ja, richtig. Das die Rot-Grün-Schwäche haben übrigens. Warum sollte jemand. Nee, Moment. Warum sollte jemand, wenn es sowieso schon dual auf Twitch übertragen wird, eine lila Farbe wählen? Ja. Das ist Kamera auswählen. Lass mich mal ganz kurz auf meinen Monitor gucken, hab beide Streams offen. Da ist auf jeden Fall aber eine. Oh, das ist ein gutes Rätsel. Da hab ich schon nachgeguckt. Sind also, beide weiß. Ich hab keine Ahnung, ich skippe. Skippen? Ich hab keine Ahnung, Alter, in der Lage. Ich hab einfach irgendwo hingeklickt, einfach mal. Drei Leute sind Zeus, ich hab keine Ahnung von der Scheiße. Hab ich jetzt gar nichts gemacht? Oh, Mimi, das hat ein Nachspiel. Spenny, du bist dran. Wie heißt die Karte jetzt nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Schnee. Aber Mimi, du wirst am Ende sehen. Einer von den beiden ist es auf jeden Fall. Warum kann ich denn meine Karte nicht öffnen? Ich weiß nicht, wo meine Tasten sind. Tap! Danke, Masa. Wusste ich nicht. Immer gern. Halleluja. Da liegt die Mimi im Wo war das? Zwei. Also hey Dizzy, was ist eigentlich dein Auftrag? Meiner? Ja. Ich stand jetzt am Tisch, weil ich sehr viel Zeit hatte, darüber zu reflektieren, was Mimi gesagt hat. Und sie hat gesagt... Du willst nur einfach mal eine scheiß Task machst, wenn du nicht Imposter bist. Entschuldige bitte, aber ich habe ganz kurz reflektiert, was Mimi gesagt hatte. Was für reflektiert? Ja. Reflektiert. Hast du gerade Realschulabschluss gemacht? Ja, hab ich. Nee, ich habe gerade mein Abitur beendet. Und ich wollte Mimi zustimmen, dass, was Mimi gesagt hat. Den Kontext der Aussage betrachten. Selbstreflexion wird hier groß geschrieben. Da aber ganz groß. Ich möchte mich zum Boot stellen. Ja, nee, dann. Nee. Okay. Nee, dann habe ich keinen Bock, ganz ehrlich. Die rote Sau will ich. Mach doch nicht die Tour. Was ist das denn? Verstehe ich jetzt nicht. Du wirst ein bisschen angegangen und sagst, okay, Magnet wird es nicht. Was ist das für ein Mut? Also, ich vermute, dass es. Was ist das für ein Mut? Ich glaube, Sky ist es. Hä? Okay, der ist wild. Ja, nee, weil Dizzy am Tisch war, Isa und Spenny safe sind. Wo war Mimi jetzt? Bei O2. Ja, bei O2 war Mimi. Also da, wo auch Sabotage war oder was? Also sollte die gefunden werden. Genau. Dann sollte die ja gefunden werden. Ich war mit Chef zusammen in Electrical. Ja, so ein Ding ist das. Aber müssen wir überlegen, war nicht gerade bei O2 Sabotage? Das heißt, da wollte ein Imposter, dass die gefunden wird. Aber Isa, wo war denn die Leiche? War das dein Plan oder was? Bei O2? Nee.
Aber. Ja, ich vote jetzt einfach gleich random rein, wenn hier keiner was sagt. Dizzy ist das? Ja, okay. Ja, der Chef das sagt. Würde ich nicht sagen. Ich hab das nicht gefühlt. Hätte ich auch nicht gewotet, sag ich euch ganz ehrlich. Ja gut, ist also, mir egal. Dizzy hätte ich jetzt auch nicht gewotet, also das war schon mega suspekt. Nee, finde ich jetzt eine Fehlentscheidung. Aber ich sag nur, ich akzeptiere das auch. Mir ist das egal, Hauptsache ich performe und werde von dem Scout gesehen. So wie er will. Talentscout24.de. Nee, das ist eine andere Nennseite. Seit wann kann man denn hier Communications kaputt machen? Okay, oh Gott, first try, easy, kein Problem. Mr. T? Das ist geil. Ich hab hier gerade einen Electrical gefunden. Das hat den Schwarzen erwischt. Ja. Mama ist er überhaupt. Hat den Schwarzen erwischt. Wo wurde er gefunden? Schöner Selfie Board. Electrical immer noch. Alter, hörst du nicht zu? Ne? Sorry. Wo war denn der? Electrical. Ja gut, ich war halt bei Communication mit, ich glaube, Spenny oder so. Ich glaube, das war ein Selfie Board. Isa, wo warst du eigentlich? Isa, was Security. War die letzte Aufgabe, die du gemacht hast? Ich habe als letztes gemacht Fix Wires bei Security und da habe ich in die Kamera geguckt. Ja, irgendeiner war doch da. Das ergibt verdammt viel Sinn, okay. Tamar, wo warst du denn? Ich war jetzt gerade in Admin, habe die Karte durchgezogen, war jetzt auf dem Weg da ganz unten rechts, da wo man diese... Diese Sechsecke klicken muss, drei oder vier Stück Schild. Oder so, da war ich also ja nicht drin, ja. Ich war ja mit Spenny und Karl irgendwie bei Communication und dann sind wir noch vorgegangen. Dann bin ich mit Karl zu Shield. Ja, ich bin ja auch hinterhergekommen. Also Sky und Hammer sind ein bisschen sus. Was willst du denn, Alter? Nee, Julian ist es nicht. Dafür will ich meine Hand für ins Feuer legen. Okay, dann leg deine Hand mal ins Feuer. Aber jetzt ja, okay, kein Isa. Ja. Dachte ich mir. Ich würde jetzt etwas sagen, ne? Okay. Und du musst versprechen, dass du die Wahrheit sagst, wenn die Geschichte stimmt. Okay? Okay. Du bist von Electrical nach Security gewendet. Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. Ich vertraue ihr. Also ein Skip oder was? Nee, Benny war es. Benny war es? Okay, Spenny war es. Aber sie hat doch versprochen, dass sie die Wahrheit sagt. Gutes Voting. Sie würde mich anlügen? Nein. Voting. Die würde mich doch nicht anlügen. Da hat bestimmt Bibi schon wieder Post geschickt. Ach, diese Runde ist einfach legendär. DMCA, sorry. Vorsicht. Denk an DMCA. Kein Britney Spears singen. Hit me, baby, one more time. I'm looking for freedom. It's killing me. And I'm... I still believe. Okay. Was ist denn hier los? Da krieg ich Angst. Pass auf. Jetzt passiert. Also, ich bin Julian, was passiert? Gewesen, hab meine Karte durchgezogen und bin dann Richtung Electrical, weil ich da noch meinen letzten Task hab. Und mir kam einer entgegen. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber es war ein Grün. Schwöre ich. Bei meinem Anzug. Ja. Also ich bin oben rechts bei Weapons. Ja, dann kannst du... Isa, wo bist du? Ich bin gerade in Cafeteria gewesen und auch durch Weapons durchgegangen. Ich war Mad Bay, da ist mir auch irgendwer entgegengekommen. Ich glaube sogar Karl. Und dann bin ich Cafeteria. Und dann war ich auch... Sky in Admin gegangen, ja. Ja, das verstehe ich, ja.
Ja, ich glaube Isa halt immer noch. Deswegen war es dann Spenny. Okay, das klingt schlüssig. Warst du es, Spenny? Nein. Okay, versprich mir, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich versprich's. Okay, warst du es? Nein. Okay, also Lisa und Spenny, also ich, einer von euch beiden. Okay, Skyhook, was mit dir? Was willst du denn von mir? Ich war in Admin, versprichst hat meine Karte versprichst du mir, dass du mir die Wahrheit sagst? Ja, schwöre ich. Kleine Finger Ehrenwort. Ich glaube, das funktioniert. Ich war das nicht. Okay, was mit dir, T? Wie gesagt, ich bin in Admin reingekommen, hab Sky gesehen. Er hat nicht Sky ist rausgegangen. Ja, also es kann nicht sein, dass sie mich alle anlügen. Ich bin so enttäuscht. Ich lüge dich nicht an. Ich bin so enttäuscht. Irgendeiner von euch muss... Christian, ich lüge dich nicht an. Müssen wir jetzt voten, T oder Spenny? Sag mal was. Ich vote T. Ich kann... Dann vote ich dich, Spenny. Fick dich. Ich kann... Hab ich gevotet? Okay, das war ein Fehler. Finde ich scheiße von euch. Sei ich euch ehrlich. Ey! Ich hab für Julian gevotet. Officer! Oh, jetzt ist Karl auch noch sauer und bellt da rum. Ah, halt ah, was? Oh, was wow. Nur, wie kann man nur so blöd sein? Sky sagt sogar noch das, was Grünes an ihm vorbeigelaufen. Ja. Isa, ich bin so enttäuscht von dir. Sag mal, unter Geschwistern lügt man sich an, das müsstest du doch wissen. Nee, also... Das ist das erste Mal. Wir haben damals als... Ja, aber ich bin mit Papa. Einmal mit dem LKW rüberfahren, du Ende mit der Scheiße hier. Mensch. Moin, Schnibi. Grüß dich. Willkommen im Chaos. Was soll das denn heißen, Fällen? Was war denn das schon wieder für ein Move, Spenny? Das war übrigens Mr. T. Nur mal so nebenbei. Hä? Ach so. Oh Gott, das ist... Ei, ei, ei. Ich habe auch einen Toten gesehen. Ich habe grün gesehen in Navigation. Tama, gestorben im Esssaal mit einem Korkenzieher. Was? Ach so, falsches Spiel. Oben ich spiele kein Cluedo hier. Ja, in Weapons. In Weapons. Mit dem Korkenzieher? Direkt auf dem Vent in Weapons. Ja gut, ich war Admin mit... Karl. Ja? Lizzie und... In Weapons? Bist du nicht gerade in Admin reingegangen? Nein. Ja. Ich bin da rausgegangen gerade und dann, wir kamen da rein. Ich war die ganze Zeit in Security und hab die Kameras beobachtet. Ja. Aha. Und ich war auf jeden Fall mit Dizzy in Admin und bin rausgegangen. Ja, Dizzy und Tizzy sind in Admin reingegangen. Dann kam noch irgendwer rein, aber ich hab auch vergessen. Sky ist reingegangen. Nee, ich war und Karl ist hinterhergekommen. Also erstmal möchte ich sagen, dass ich meine komplette Aufmerksamkeit meinen Detektivfähigkeiten gewidmet habe innerhalb dieser Runde, weil ich immer noch genug Zeit habe, die Aufgaben zu erledigen, wenn ich als stärkster Spieler direkt rausgenommen werde vom Imposter. Das ist Punkt Nummer eins. Zweite Sache, die ich anmerken möchte, ist, dass ich Isa hier rausnehmen kann, da ich ihr aufgelauert bin in Electrical und damit gerechnet habe, dass sie hochwendet, was nicht geschehen ist. Und dann bin ich in Admin, hab nach dem Rechten geguckt und bin dann nach Weapons und hab dort die Leiche gefunden. Okay. Ah ja. Oder in Weapons stand jemand und du hast ihn dann einfach getötet und Self-Report gemacht. Nee, von der Zeit war das nicht möglich. Tama ist auch tot übrigens, ne? Ja, Tama hab ich gefunden. Auch, nee, hier ist Benny. Stimmt, ist das tot, hat der Isa aber gecallt. Der ist in Navigation. Das hat sie echt gecallt. Ich glaub, eben, Mimi ist tot. Mimi? Sagt auch gar nichts, ne? Till sagt auch nichts, der ist es auch. Mimi und... Mimi, Dizzy und Isa.
Ach, ich hab's voll verstanden. Isa ist nicht Soße, das habe ich gerade gesagt. Hörst du mir eigentlich zu, du Schnappdrossel? Ja, ich höre dir zu, aber trotzdem. Die hat sogar gesagt, dass da Dingens liegt. Spenny, der konnte ich reporten oder so. Was? Unfassbar, dieser Maser. Sein 3 Maria Kron im Kopf, ne? Wer ist mir gerade bei Cafeteria entgegengekommen? Ich möchte bemerken, dass Isa, Mimi nach rechts in Navigations rein sind. Hab mich dann hinterhergeschlichen und dann ist Julian Navigation reingelaufen, wo nur noch Mimi stand. Wo ist die Leiche gewesen? In Navigation und da ist jemand reingewendet. Was? Was war das gerade? Ja, dann, ich habe zuletzt Mimi in Navigations gesehen, dann ist Julian dort reingelaufen. Und jetzt wurde Julian dort gefunden. Nein, tot. Navigations waren die ganze Zeit nur eine Person. Nein! Sie immer noch in der Kamera oder was? Mach mal lieber die Aufgaben. Ich bin die ganze Zeit schon unten gewesen. Nein. Natürlich. Okay, Karl, ich bin nach unten gegangen. Ich bin nicht in meine Navigation gegangen. Also ich möchte Mimi jetzt einfach mal vertrauen. So im Tonfall höre ich raus, dass ihr das sehr wichtig ist. Also Mimi. Danke. Ja, okay, dann müssen wir. Bitte? Ja. Ich vertraue da Karl. Ja, gut, wenn jetzt Karl auf einmal oder was, weil Tamar reingeschaut hat. Meine Geschichte war lückenlos und ich hoffe, dass die Scouts das auch bemerkt haben. Ich fand die Geschichte auch gut, ja. Was mit Isa? Es könnte vom Timing her passen. Isa ist ich bin nach links. Ich bin wieder rausgegangen. Ich bin also da gerade vorbeigelaufen nach. Nein! Aber nach du hast nicht gesehen, dass ich. Dass ich aber du hast es gesehen, oder nicht? Dass ich dort war und meine Detektivarbeit da. Also von. Aber oben Reaktor bist du nicht gelaufen, weil da bin ich hingelaufen, weil Mel dort war. Ja, ich war unten. Oh, Alter. Ah, okay, ja, gut, dann. Und wollte ihn gerade mit ausmachen. Richtig. Okay. Karl, warst du von dem Charakter? What the fuck, Alter? Karl ist der zweite Imposter. Okay. Hi, was gerade in Cafeteria? Ah! Der spielt zu sehr Detektiv, ja. Der könnte echt Imposter sein. Nee, der will einfach bei Twitch Rivals mitspielen und die Kohle absahen, weil er noch nicht genug hat. Ich glaube, das ist so Freitagabend ist Among Us Kategorie ist Dead. Da kommt keiner hierher. Oh nein! Oh, Freitagabend. Piet Moinsen. Das ist Isa. Ich habe hier gerade die Kabelsachen gefixt, das Licht angemacht und dann bin ich rausgegangen, wollte rechts dahin Oxygen auch machen, Kram und dann habe ich jetzt hier, hab ich mich gefunden, Karl. Wer lag hier einfach mit dem Gang. Bei U2, da waren zwei Leute. Ich war mit dabei, aber ich bin gerade in den Abgang gegangen, weil ihr zu zweit ja. Ich glaube, Tamar ist da rausgeflogen, da stand Tamar da. Da muss man erst in Chat schreiben, um zu bemerken, dass man kein Sub mehr ist. Isa? Rex! Wo liegt die Leiche? Thomas. Ach so, die liegt direkt vor Electrical in dem Gang. Ja. Da warst du doch. Mit Karl. Nein. Doch. Dizzy?
Ja. Nein, ich habe die Sachen gefixt und bin nach oben gegangen zu Security. Ich bin doch, du bist doch an dem Ding gewesen, neben mir. Ich bin an die vorbeigelaufen in Security rein und dann bin ich wieder runtergelaufen zu O2. Ich war gerade. Dann habe ich die Leiche gefunden. In der Cafeteria. In der Cafeteria. Ja, und da habe ich Isa gesehen und ich habe Lega gesehen. Aber ich habe nochmal kurz. Ich muss Isa kurz. Du bist mir entgegengekommen, Till. Isa, sind zufällig gerade die Batterien von deiner Tastatur alle gewesen? Nee, wieso? Weiß nicht, da standst da so lange und auf einmal, also du bist... Ja, weil die Hunde mir ja auf den Sack gehen und die ganze Zeit Terror machen. Aber weißt du, was ich da sehr, sehr, sehr komisch finde? Du bist, du bist zwei Schritte gelaufen, stehen geblieben, dann muss der Hund gebellt haben und auch in dem Moment hat der Hund so laut gebellt, dass hier in diesem Spiel O2 ja, anging. Voting und dann was mir noch kurz eingefallen ist, ich habe Kameras geguckt und zwischen Shields und Storage im Gang. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich voten soll. Voten wir irgendwas? Ich würde 10 sagen. Ja, dann wünsche ich. Hä, was? Thomas, du hast mich hochlaufen sehen. Ja, aber du hättest ihn halt töten können in der Zeit. Nein! Dizzy, was ist das denn? Hauptsache die wurden leer! Ich bin empört! Ich auch! Ich spiele nicht mit Leuten. Wie, du auch! Ich hab's nicht zuerst gecallt. Ach, voll Idiot. Sorry, muss echt nicht sein, ne? Oh, Isa. Da nochmal wieder? Scheiße, es ist halt wirklich, es ist super, super schwierig, nicht in dem einen Moment irgendwie mal reinzuschwitzen. Es ist halt wirklich, es ist schwer, nicht reinzuschwitzen. Die einzige ist, die rumläuft. Ich habe im Stream bei Karl gesehen, dass er alle Aufgaben jetzt schon erledigt hat. Also Karl, für dich kurze Info, du kannst hier schon mal Feierabend machen. Ne? Verabschiede dich bei allen. Alles gut, kannst du schon mal vorbereiten für gleich. Isa ist es. Was soll ich machen? Ihr lauft zu viert rum. Was seid ihr denn für Arschlöcher? Du standst die ganze Zeit im Gang, random, und dann ist halt stehen geblieben. Das waren die Hunde. Ihr seid die ganze Zeit hinterhergerannt. Ich bin mitgelaufen, ich hatte Angst. Ich hatte auch Angst. Gut, wie soll ich denn Karl irgendeinen killen, wenn alle zusammen schönen rumlaufen? Wenn ich stand jetzt aber 10 Minuten alleine im Gang und das war suspekt. Ja, weil der Hund mich nervt. Aber Masa hat mich getötet gerade. Dizzy, jetzt hör mal hier auf, Maga. Masa hat mich getötet, im Advent. Hallo, warum redest du überhaupt? Du bist tot. Muss los? Hä? Ja. Was? Ich hör auf! Ja, das kann man jetzt nicht werten, das jetzt, was machen wir denn jetzt? Ja, also, ich weiß ja auch nicht, also, jetzt entweder ist es jetzt Isa oder Masa. Also, wenn du jetzt auf dein Herzen hörst, bin ich es, aber dein Gehirn sagt Isa. Hm. Der stand aber so lange im Gang rum, dann, nee, dann muss... Hopp!
hops genommen. Ach Gott. Nee, wir haben gewonnen. Wer der andere jetzt? Du. Mimi. Karl hat jetzt schon ausgemacht, weil er so lange gebraucht hat. Oh, ihr süßen Mäuse. Ich muss jetzt mit den Hunden raus. Happens. Jo. Tschüss. Direkt raus. Das geht nicht. Alle Läuse. Tschüss. Mach's gut, ihr Lieben. Tschüss. Kussi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.